Hey yo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2. Ich habe jetzt gerade eben noch beim guten Legend reingeschaut und der war bei ist krass, auf Runde 49 hatte er schon große Teile von der Wüste eingenommen und war schon sehr weit hier nach Norden vorgedrungen, was ich heftig finde. Er baut außerdem sehr viel, ich glaube diese Dinger hier und das Teil mit den Schwertern hier, die Schrotthalde. Ich weiß nicht warum, Recruitment Cost, ja, Unverdorbenheit, aber ich will ja Skavenkorruption haben. Na, ich möchte ja die Skavenkorruption, genau, von dem her, weiß nicht. Genau, Militärpräsenz, ja, wenn die wegfällt, geht aber immer noch. Weil das die Glocke tatsächlich macht so viel öffentliche Ordnung, dass es irgendwann vollkommen egal ist. Mit der Skavenkorruption. Deswegen, keine Ahnung. Also er spielt das ganz anders als ich, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Was er viel hat, war, jetzt muss ich mal gucken, er hatte, jetzt sehe ich die Helden gerade nicht. Was hatte er viel? Diese Viecher, glaube ich, die Häuptlinge, hatte er einige. Genau. In seiner Armee. Vier Stück oder so. Also richtig krass viel hochgestackt bei Quick. Und was noch? Ja, Katapulte. Kanonen. Ja, genau. Drei Katapulte, vier Kanonen. Und ein Haufen von den vier Stück von. Nicht die Chassayers, die Rattling-Kanonen. So. Und ich glaube, dass ich die irgendwann auch brauchen werde. Aber erstmal bin ich mit der Armee soweit ganz okay. Vielleicht schmeiße ich irgendwann hier diese Clan-Ratten noch weg. Clan-Ratten-Schilde. Ist ja auch dumm, oder? Eigentlich brauche ich Speere. Wie lange dauert das denn, die Speere auszubilden? Die wären auch nicht schlecht. Ja. Die Sturmratten. Kann ich mir gerade aber eh nicht leisten. Hier, Speere. Speer und Schild, genau. Die würde ich gern haben. Kann ich mir nicht leisten. Hat irgendwer noch Lust, mir noch mit Geld zu geben? Irgendwer? Das Schutzbündnis will ich jetzt eigentlich nicht wegschmeißen. You speak with Setra, King of Kings. Know that you are not worthy. No. Never. Aha. Ich meine, der hat nur das eine Ding, der wird da eh nie durchkommen. Ah ja, okay. Komm schon, zier dich nicht so. Gut, weil dann kann ich jetzt hier Speer und Schild bauen, genau. Davon hat er noch einige, diese Schleuderer, aber die finde ich jetzt gar nicht so. Ich meine, die mal kaum Schaden, sind halt whatever. Ich nehme jetzt hier noch die Speere mit. Gut ist. So. Muss ich die Runde schon beenden? Ja. Genau, das war das, was ich machen wollte letztes Mal. Habe ich ja geschrieben. Genau. Okay. Gut, der läuft immer noch zu Skavenglide.
Und dann schauen wir mal. So, Hinterhalt. Bam. Der stirbt jetzt. Perfekt. So, die ganze Armee kann ich töten. Das sollte gut sein. Wie gesagt, wir cheesen wieder die KI. Weil wenn das geht, dann geht es einfach. Ja. Das heißt, ich stelle mich irgendwo auf. Mal sehen, wo. Vielleicht hier so. Weil im Wald ist schlecht. Da unten ist auch schlecht. Hier vielleicht. Aber da ist sehr eng. Mal schauen. Wahrscheinlich wird es da oben. Mal gucken. Na, mal schauen. Es ist halt... So wie es immer ist, so ist es. Krokar. Krokar vernichten. Ich glaube, Garrod hat den noch nicht besiegt. Dann kriegt er wieder irgendeinen Bonus. Hier Rüstungsdurchdringung, Schaden und irgendwie besseren Defense oder so. Ich kenne die ganzen Boni nicht. So viele Stunden habe ich in das Spiel noch nicht gepackt. Beziehungsweise ich achte da nicht so drauf. Gibt halt irgendeinen Boni. Ja. Nur der von Malus ist schlecht. Das weiß ich. Von Düsterklinge, weil der gibt irgendwie einen Malus tatsächlich mit dabei. So, Krokar steht da. Ja, dann. Können wir uns hier so aufstellen, oder? Hallo? Können die dann da treffen? Weiß wieder keiner, ne? So vielleicht? Keine Ahnung. So. Das sind die Damage-Dealer. Das sind die Defense-Typen. Und dann haben wir hier noch Damage-Dealer. Hier noch ein paar Damage-Dealer. Und hier noch ein paar Damage-Dealer. Du kommst irgendwo dahin und du kommst irgendwo dahin. Was hatten wir eigentlich hier für Fähigkeiten? Versengen macht Schaden. Okay. So. Gut, da warten wir jetzt. Ich habe kein einziges Tiefer aus der... Wow, das ist schlecht. Das ist echt schlecht. So, ich warte jetzt, bis die ersten Saurus da sind. Dann wird geböllert. Nun hoffe ich, dass er sich zurückzieht. So. Oh ja, jetzt geht's ab. Der sieht mich noch nicht mal. Jetzt sieht er mich. Jetzt haut er ab. Jetzt kann's auch wieder aufhören. Naja. Mörder, kill, kill. Ja, wartet erstmal. Komm. Das macht gerade noch nicht so viel. Wortblitzkanon, auch nicht schlecht. So. Ich hätte die hier gern da. Was ist denn mit dem ganzen Scheiß? Da kommt doch bestimmt noch eins zusammen, oder? Eins fehlt noch, genau. Dann gehen die jetzt hier so hin. So. Die alle, die können sich hier so im Wald verstecken. Hier so ungefähr. Genau. Ja, ja. So. Und der ganze Bums, der läuft dann hier so. Hier so hin, es passt uns schon. So. Erstmal nicht schießen. So, die Wortblitzkanone ist gut gegen große Feinde. Das heißt, die ist gut gegen Krokar, wo auch immer der steht, ja, da hinten. Naja. Der ist halt echt stark. Ne, wo ist er? Der da. Hier.
alles noch seine Zeit. Ja. Du bekommst die 4. So, die beiden laufen noch. Der läuft auch noch. Schön manuell schießen, ne? So, er bewegt sich wieder. Versucht auszuweichen, aber da ganz im Ernst, da müsste doch jetzt mal Schaden drauf kommen, oder? Ja, also. So, Krocker. Boah, der wird kaputt geböllert. Schaut's mal, Krocker kriegt richtig aufs Maul. Das ist natürlich richtig schön. So, immer schön die fetten Stacks knallen. Ne? Krocker kriegt richtig aufs Maul. Oh ja. Ja, das ist gewonnen. Ne? Weil die KI halt wirklich dumm ist. Zum Glück habe ich diesen Schießer rausgefunden. Ich würde das ganz anders so spielen, aber so kann man es halt echt machen. Das ist richtig easy. Na, ja, schon heftig. So, wo ist der gute Krocki? Da. Der ganze Rest, der kann natürlich auch mal ein bisschen nach vorne moven, ne? Wenn es hier ist. So, Krocker. Ja, der läuft dauernd hin und her. Das macht er eigentlich schön. Dass er halt versucht auszuweichen. Aber ich habe so viel Munition, ich glaube, das ist clever. Dauer. Keine Chance. So, schön wieder feuern. Aber es dauert schon lange. Jetzt stellt euch mal vor, wir wären in einem Nahkampf verwickelt. Die Katapulte würden gar nicht so lange so viel Schaden machen können. Ne? Wäre schon bedauerlich. Die ja noch für Führerschaft haben, ne? Das ist heftig. Eine richtig positive Führerschaft. Obwohl die so gebumst sind. So, jetzt kommt was an. Wilde Kampfechsen. Wir haben ja hier Speere und Sturmratten zu beiden Seiten. So. Ja, und währenddessen können die halt immer schön noch weiter angreifen. Ne? So. Ja, die sollten jetzt hier echt einfach nur wegsterben. Ja. Also, das ist. Ja, so, die sind wütend, deswegen. Ja, das ist dumm. Das gewinnen die locker. Ah ja, easy. Ich kann noch buffen, wenn es wäre, ne? Ist egal. So, die Echsen auch sterben. Geiles Deutsch, die Echsen auch sterben. Der hat sich echt gesammelt und versucht es nochmal. Geht's drauf. Ja, Krocker ist fast tot, ne? Schon heftig. So, greift's da mal an. Bum, bum, bum. Ja, trifft halt nichts, ne? Ja, doch, es geht. Oh, das ist jetzt gut. Wow. Das ist so heftig. Kann er nichts machen, ne? So, ich würde jetzt sagen, wir können es langsam einfach mal drauf gehen und gut ist, weil das ist jetzt Ende. Krocker ist eh fast tot.
Ja. Das bisschen Schaden ist jetzt nicht so schön. So, wo ist Krogar noch? Da hinten steht er. Jetzt haut er ab. Jetzt hauen sie gleich alle ab. Vielleicht kriege ich noch tot. Ah ja, der haut schon wirklich ab. Na gut. Und das war's. Gut, wir können aufhören. Das macht nämlich nur noch Friendly Fire. Gut, das war geschenkt, aber das war ja auch der Plan. Ne, das war ja der Plan, die so zu vernichten. Das Coole ist, die sind jetzt super low. Nächste Runde kann ich dann, wenn ich dran bin, die komplett zerbumsen. Das wird sehr schön. Das wird richtig nice. Ja, ja, gut. Läuft. Läuft. Schön, schön kaputt gemacht. Das ist nur die Frage, kriegt jetzt Garrot den Bonus oder Skrolk? So, Nahrung habe ich für keine Probleme, dann nehmen wir das Gold. 2,8 ist eine Menge. So, der wird sich jetzt wahrscheinlich wieder in den Fluchtdschungel zurückziehen wollen. Schafft er nicht mal. Schwert ist kein Root. Wir haben nichts, doch Eigenschaften. Hinterhaltleger. Saurus-Töter. Hier, guck. Eier, Abwehr und Ding. Sehr gut. Guter Angreifer und Plankiller. Aha. Okay. Ja, dann sollte ich Skrolk noch Krogar vernichten lassen, damit der den Bonus bekommt. Weil öffentliche Ordnung ist gut. Und die plus 4 sind auch sehr stark. Die plus 10. Genau, dass der Skrolk das auch bekommt. Hinterhaltleger auch sehr nice. Und guter Angreifer, ja. Okay, ja, guck, die Chaos-Krieger sind auch schon fast besiegt. Ja, aber das ist ja ewig weit weg. Das interessiert gerade nicht. Was viel wichtiger ist, ist das Skrolk. Pass auf. Der kann ja erstmal hier so hingehen. So, dann greifen wir jetzt den Fluchdschungel an. Zack. Einfach draufgehen und winnen. Easy. Ausrauben. Rest beenden. Fertig. Dann. Nein! Falsch schon gemacht. Das nervt jetzt. Aber ja, ja. Okay. Das nervt jetzt, aber so ist es halt. So, wir machen Geld. Klar. Ich weiß nicht, ob ich hier dieses Ding bauen soll. Eigentlich gehe ich noch runter und mache da noch. Nö, muss ich nicht. Nö, ist egal. Ich sollte hier den Tunnel bauen. Das ist wichtig. Hier können wir das noch ausbauen. Genau. Beim goldenen Turm. Wie gut ist der gebaut? Sehe ich nicht. Hm. Weil das wären 180. Boah, haut mich jetzt nicht vom Sockel, aber es geht. Hier lohnt sich's gar nicht. Okay. Hier können wir das nochmal ausbauen. Haben oder nicht haben. Rasetra gibt's nicht. Libras macht kein Geld. Lamia macht. Da haben wir schon. Okay. Hier muss ich unbedingt einen Karak 8 Gipfel bald noch die. Ja, ja, ich muss hier noch die Tunnel bauen. Das wird irgendwann sehr wichtig. Das Light bringt gar nichts. Die Bitterstämme machen auch nicht viel Geld. Da auch nicht. So, Schwarzfels haben wir schon. Das sind jetzt 700 Gold müssten das sein. Aber wie der gräbt, schaut euch das an, Mann. Wenn er noch tiefer gräbt, wird's echt böse. Na gut, da werde ich halt irgendwann noch die Tötungssitze bauen müssen, ne? Dass er mich wirklich, wirklich nicht findet. Wisst ihr was? Das ist wichtiger. Statt diesem ganzen Bums hier hinten.
Weil da hinten gibt's hier, teilweise baue ich hier Gebäude. Das hat Zeit. Das hat halt wirklich Zeit. Genau. Ja, das ist okay. Dann... So. Das braucht's einfach. Ich will hier nicht entdeckt werden. Ich hoffe, das wird rechtzeitig fertig. Ansonsten wird's eklig. So, Garrot. Was kriegst du jetzt noch? Ja, baust mal so. Oh. Hat das Damage? Spaltnerruf. Achso, aber das ist ja eher der Beschwörer. Ja, never mind. Quiek, du wartest noch. Dann. Das ist halt schon nicht schlecht so. Aber ich nehme es so als Kampftraining. So, der mit seinem Babinus. Genau. Seuche. Verseuchte Geburt. Ja gut, muss ich ja fast nehmen, ne? Um auf 4 zu kommen, ja. Seuche ist nicht schlecht, aber... Es gab irgendwo diesen Zauber, wo eine Ratte... Das würde ich mir gerne mal angucken. Es gab diesen Zauber, wo eine Ratte beschworen wird. Die fetten... So, was ist das da? Nope. Untergang? Nein. Auch nicht. Da, der ist das. Genau, da kommt diese Riesenratte und die stampft dann irgendwie so. Glaube ich. Oder? Nee. Okay. Oh, Drachenflut, verseuchte Geburt. Okay. Gut, ist nicht so wichtig. Was haben wir noch? Untrusted Worm. Poison After. Poison After. Nehmen wir mal das damit. Clanratten. Ich habe hier aktuell schon einige Clanratten, ne? Aber die kosten eh nicht so viel. Das ist nicht so wichtig. Nehmen wir mal das hier. Im eigenen Gebiet. Ist immer jetzt hier nicht, aber... Ja. Gut, Quiek, du bist fertig. Dann kannst du... Weil Quiek ist eigentlich relativ stark. Creature, ja. Der ist stark, ne? Was ist das denn hier? Was ist das alles? Lol, hier liegen lauter Dinge rum. Krass. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Gehen die auch wieder weg? Hier liegen ja tausend von diesen Dingern rum. Verlust, ja. Kann ich damit irgendwas anfangen? Ist ja mega strange. Okay, gut. Keep gracious, scum away. Ich möchte Ei, also. Ich will es halt nicht nochmal versuchen, dann wieder sterben. Das war schon sackteuer. Aber diesmal habe ich Katapulte, das müsste schon besser gehen. Vielleicht versuche ich mal jetzt dann demnächst die Quests abzuschließen. Weiß noch nicht, weil die Warpsteinrüstung, die ist nicht schlecht. Und der Zwergentöter ist jetzt auch nicht schlecht. Einkommen nach der Schlacht ist zum Beispiel schon sehr stark.
So, der hat sich zum goldenen Turm zurückgezogen. Ich sollte... Ja, muss ich aber nicht, sage ich lieber. Ich ziehe jetzt dann weiter plündernd durch die Gegend. Ich will auf jeden Fall noch die beiden anderen Städte... Genau, und dann habe ich ja gesagt, will ich außenrum nach oben und Grimgorg kaputt hauen. Muss nur gucken, ob ich nochmal eine Armee ausheben muss. Ah, da sind die Chaoskriege. Ach, dann ist die Storm noch nicht vorbei. Was war das andere? Das war auch irgendwas von Chaos. Ich glaube, das war die Nebendings. Ich habe ja Mods, ne? Da gibt es eine Mod, dass die Chaos-Leute kräftiger werden. Also einfach, ja genau, hier so Bonus-Zeugs haben. So. Unterstadt. Axlotl. Sehr schön. Gibt Geld. Oh, und 15% davon sind fast 100. Ja, wie weit ist Axlotl gebaut? Fertig. Mehr kommt nicht. Die Frage, will ich die 150... 300... 230. Das wären dann auf höchster Stufe 460. 800... Ja... Ja, nehmen wir mal mit. Heiligen Teiche. In Itza gibt's bald richtig Kohle. Na, Hualatl ist auch nicht schlecht. Hier müsste ich mal dieses Gebäude bauen, wo ich die anderen Dinger wieder... Oder ich baue es hier. Ja, muss ich mal gucken, dass ich mehr Tiefenreiche erstelle. Ne? Aber solange Subarum noch nicht durch ist, ja, behalten wir das mal. So, Quick, du musst immer noch warten. Aber du kannst ja mal ein bisschen plündern gehen, ne? Gehst mal. So, gehst mal plündern. Ich meine, hier gibt's jetzt nichts, aber Nahrung ist immer gut. Numas zu plündern. Oh, ist nichts wert. Mit dem bin ich im Krieg. Ja, easy. Dann haben wir ja ein Ziel. Sehr schön. Haben wir ein Ziel? Der läuft immer noch. Das dauert halt, ne? Aber das ist okay. Scroll. Ja, du gehst in den Plündermodus. Und der geht in den Plündermodus. Sag mal, warum? Warum kostet das den so viel? Okay, ja, dann... Ach, der kommt gar nicht mehr raus. Ja, dann müssen wir da noch mit drauf gehen und das nochmal ausbauen. Energiestein, auch nicht schlecht, damit er halt rauskommt. Ja, solange ich Krogar nicht sehe, kann ich hier rumplündern. Die Nahrung geht halt krass runter. Irgendwie habe ich echt Probleme. Tiefenreich minus 39. Das ist schon heftig. 130. Warte mal. Nahrung. Jetzt schauen wir mal. Weil wenn ich nur Nahrung plus mache, wenn ich mit allen Armeen plündere, dann ist das schlecht. Weil wenn ich mal nicht plündere, dann geht die Nahrung krass zurück. Gefällt mir nicht. 130. Ich brauche viel mehr so Nahrungs... Oh. Ist die Frage, soll ich nochmal angreifen? Eher nicht. Eher nicht. Ich glaube, ich lasse einen plündern, der andere macht wieder Hinterhalt. Nein! Ah. Ach so. Aha. Bittersteinmine wurde zerstört. Das ist halbwegs diesen Großherden, oder? Das ist bitter. Wo war die? Da kommt Grimgorgs Bumskram. Bittersteinmine. Ha. Wo ist die gewesen? Ja, schade, schon wieder was verloren hier. Aber so ist das halt, weil die alles abreißen.
Was ein Schwachsinn. Da hinten. Ja, schade. Gut, ich glaube, die waren noch nicht so wichtig. Aber... Oh, ist das ein... Was ist denn das für eine Armee gerade? Da muss ich mal gucken. Garrot. Im Laufe der letzten Wochen berichten oder war Technik, dass immer wieder Teile oder persönlichen Vorräte abhanden kamen. Schließlich konnten eure Spione dem Dieb zu seiner Höhle folgen. Wie sich herausstellte, bastelte einer eurer Kommandanten heimlich eine große mechanische Klaue, die bislang unzerbrechbares Gestein zermalmen und den wertvollen Warpstein darin abbauen kann. Das ist eine starke Waffe, aber Loyalität minus 6. Na gut, der hat 10. Das geht schon. Unterstadt fertig. Erstmal will ich gucken, was hier war. Let us hope what you have to say pleases the mighty sea father. You will be flogged. Gut, whatever. Ja, puh. Wenn die alles abreißen, ist halt schon bitter. Aber gut. Money. Nahrung. Ja, Nahrung geht runter. Krass. Ne? Das heißt, ich muss kämpfen. Steinminentor. Von Eisenfelsen aus. Ja, gut. So, ich könnte hier natürlich noch weiter, aber ist nicht so gut. Okay. So, das ist wieder Creek. Der braucht noch, aber der kann ja weiter hier lang gehen. Ja, das ist alles nicht gefährlich. Das ist alles ungefährlich. So. Der kann weiter. Run, fools, fools. My eyes gone, but I see. Und der macht es so. Unleash boxes. So. Weil der wird sich ja. Alter, dass der die alle wieder full hat. Das ist krass, wie schnell die Echsen sich regenerieren, ne? Abartig. Ist aber egal. So, der wird endlich unsterblich und dann, ja, kommt ein tückisch. Ist okay. Gut, Forschung. Aha. Führerschaft, Kampagnenreichweite. Das ist nicht schlecht. Ich hätte halt schon gern noch irgendwo mehr Geld. Hier, Zuchtlager. Ah! Das sollte ich irgendwo mal bauen. Das sollte ich irgendwo mal bauen. Hier vielleicht, sobald ich hier das Geld... Ja, genau. Obwohl, hier kriege ich bald Stufe 4. Ja, dann baue ich es da. Ist egal. Irgendwo ein Zuchtlager hinklatschen. Ja. So. Speed, bla bla, komm. Nimm den Bonus. Wir nehmen einfach alles, ne? Stück für Stück immer mehr Stuff. Und Gutes. Dass die nicht handeln wollen, das ist echt schade. Aber denen kann ich auch nicht genug geben, dass das sich lohnen würde. Na gut. Ja. Schwierig. Sehr schwierig alles. Sehr schwierig. Wenn der erstmal tot ist, gibt es auch mehr Geld. So, Krokar, komm wieder rein. Hinterhalt, nicht entdeckt. Gefecht führen. Ich mache jetzt nicht automatisch, weil bei automatisch ist immer so das Ding, ich nehme halt doch Verluste. Und nachdem hier dieser, ich glaube, es ist der Ritus des Sotek ausgeführt wurde, der überall hier Verschleiß macht, habe ich da keinen Bock zu. Weil ich will noch zwei Städte angreifen, dann muss ich übers Meer, da gibt es auch noch Verschleiß. Das ist mir alles ein bisschen zu blöd. Das muss nicht sein. So. Okay. Lord Skrull. Genau, Lord Skrull. So. Die dahin. Der dahin. Der Rest bleibt halt hier irgendwo stehen, voll egal. So.
Nicht feuern. Nicht feuern. Du stellst dich dahin. Du stellst dich dahin. So, jetzt hat er es gesehen. Haut ab. Jetzt müssen wir warten. Hat einer, der hat den Trank. Sauf den mal, genau. So. Hier so aufstellen irgendwie. So, eins fehlt glaube ich noch, oder? Genau. So. So ungefähr. Passt dann schon. Dauert halt jetzt alles ein bisschen, ne? Aber es macht einfach Sinn. So. Irgendwie so. Und dann können wir hoffentlich da hinballern. Und halt Schaden drücken und gut ist. So, kommen die Kanonen da ran? Ist immer so die Frage, ne? Ja, dann lass es mal, wenn ihr da nicht hinkommt. So, jetzt aber, oder? Schön feuern. Bom, 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 bom. Na, also. Obwohl, warte mal, wenn du da oben stehst, ist eigentlich besser. So, schau mal, ob du jetzt besser triffst. Ja, jetzt dürfte er da besser treffen. Das ist krass, Krogar war fast auf null. Und trotzdem, na, es ist ja jetzt wieder full life gewesen. Das ist schon echt heftig. So, was ist jetzt mit denen? Wie viel laufen wollen die noch? Ich höre eigentlich nicht, dass die Katapulte alle laufen. Das muss nicht sein. Sieg ist wieder nah, genau. So, und hier läuft wieder was. Ja gut, das ist okay. Dass die laufen, macht Sinn. Nur wie weit? So, feuern. Also, das ist halt wirklich easy. Ja, ist ziemlich einfach. Soweit das geht, ne? Sonst kommt wechseln das Auto, ist irgendwas Krieger. Boom. Ah, die kommen ja richtig nah, ne? So, schön weiter böllern. Die machen echt guten Damage. Schon krass. Schauen wir mal, ob wir sie ein bisschen ranlocken können hier. Hallo, guck mal. Trollalalala. Ernsthaft, die verlieren gegen diese paar Saurus-Dingsies? Wow. Könnte die Echse noch wegmachen? Wow. Das Geile ist halt, dass die Katapulte jetzt wirklich. Also wirklich. Solide Treffsicherheit haben. Das merkt man dann auch. Ne?
So, Krokar ist auch schon ein bisschen low. Ah ja. Aha. Sturmratten. Wow. Und der kann halt noch Clanratten und Seuchenmönche beschwören. Das ist schon heftig. Je nachdem, wie viel Stuff du da hast, ist das echt nett. Ja, dann geht's ihr mal vor und beschwert so ein paar Leute. Ah ja, okay. Hat aufgegeben. Cool. Ja, easy. Aber wie gesagt, wenn ich das auf automatisch mache, dann geht das einfach schief. Also was heißt schief? Das passt schon, aber es ist zu riskant. Bei Kleinarmeen kann man es machen. Bei großen eher nicht. Vor allem, wenn der Gegner halt krass... Weißt du, wenn das jetzt alles... Wären das jetzt alles Skink-Kohorten gewesen, wenn ich sage, okay, whatever. Bleh. Aber Saurus, da darf halt echt kein Risiko eingehen, ne? Darf man nicht. Sollte man nicht. So. Easy. Schattenmagnet. Aha. Interessant. So, jetzt hat er das bekommen und der, ja, cool. So sollte das sein, genau. So. Raidland. Harte Horde, ja. So. Ah ja, aha. Jetzt wird's krass. So. Jetzt wird's sehr krass. Die Frage ist, versuche ich das oder nicht? Aber wenn es schief geht, verliere ich wieder alles. Offene Fläche, ne? Ja. Er hat halt die Geier und Reiter. Der Rest Monster. Das ist eigentlich machbar. Doch. Ich glaube, das kriege ich hin. Das sollte machbar sein. Ich muss mich nur anständig aufstellen. Entweder hier so, aber ich glaube, hier ist noch ein Stück, ein Ticken besser. Weil da mehr Low-Level-Land ist, wo die Gegner dann hochstürmen müssen. Wenn sie nicht ganz von der Seite flanken, aber das sollte ich zu verhindern wissen. Dann kann ich mich hier schön aufstellen. Ich muss nur bei den Geiern aufpassen, das heißt, ein paar Truppen stehen in den Katapulten. Genau. Ich habe die Waffenteams hier noch. Chassails. Die müssten gut gegen die Reiter sein. So. Ja. Ja. Okay. So. Genau, die Chassails. Der kann Ratten beschwören. Das ist ein Warlord. Genau, das ist der Techniker. Der muss hier drin stehen bleiben, damit er die alle buffen kann. Yep. So.
Dann stellen wir hier noch Leute rein. Genau. Gut, das mache ich jetzt eh noch mal ein bisschen anders. Hornet One protects. Prepare to die, die. Run, chase. It just be done. Blade claw catapult. Hostiles yours. Genau, die können schon mal feuern. So, jetzt haben die richtig viel Reichweite. Obwohl, erstmal müssen wir auf die Nahkämpfer. So, wo hat's die Reiter? Da drüben. So. Ah, nee, die sind nicht gut gegen Große, aber das ist egal. Das dürft schon was machen. Genau, du kannst auch schon mal Leute herbeschwören. So, macht ihr jetzt hier Schaden? Oder nicht? So, könnt ihr jetzt da feuern? Geht das? Geht das? Oh, nicht gut. Also wenn die Reiter da so lang gehen... Außerdem könnte der da mal dahin. Ja, passt schon, passt schon. So. Okay. Dann können wir die flanken. So. Hauen die da ab. Okay. Hm? So, erstmal buffen. Hier ist irgendwas schiefgegangen. Auch interessant. Wollt ihr da mal helfen gehen? Ah ja, aha. Hört mal auf zu plänklern, das ist für euch nicht so gut. Hä? Nein, ihr sollt da schießen. Ihr sollt da schießen. Ihr sollt schießen. Leute. Schießen. Hier so ein Schwachsinn machen. Weiß nicht, was da jetzt schon wieder passiert ist mit den Katapulten. Ich check's nicht. Ich hatte alles eingestellt, damit da nichts passieren kann. Jetzt sterben die Katapulte wieder weg. Die sterben weg und die laufen irgendwie ganz komisch und hier ist irgendwie alles seltsam. König Nebu ist da.
Maul. Da kommt irgendwas durch. Weiß nicht warum oder wie, aber es ist so. Das sind meine Redlings. Können die da mal drüben schießen? Das wäre wichtig. Ja gut, dass der jetzt hier die Katapulte natürlich kaputt gemacht hat, ist sehr bescheiden. Das macht natürlich enorm viele Probleme. Oh boy. Vielleicht kann ich die noch mal greifen und die müssen wir zurückziehen, aber wahrscheinlich ja nicht. Also die Chazales, die hauen mich jetzt auch nicht um. Bisher. So gar nicht. Also der König, der stirbt, ist gut. Wir können eine Verdammnisrakete reinböllern. Und hat jetzt nicht so viel gebracht. Da hat es noch einen König, mit dem man sich kümmern könnte. So ein bisschen die Rüstung debuffen. Mit euch kann ich ja gerade nichts anfangen. Ne? So, traurig, aber wahr. So. Okay, ihr habt gerade nichts zu tun, das ist ein bisschen doof. So, ein bisschen Damage fahren. Ich habe sehr wenig Winde der Magie, das ist natürlich echt bedauerlich. So, wo ist mein... Machen die überhaupt irgendwo Schaden? Genau, König weghauen. König stirbt, das ist schon gut. Da hat es noch einen, aber den kümmere ich mich später. Okay. Ja, da drüben läuft schon. Das mit den Katapulten habe ich jetzt nicht verstanden, was da passiert ist, dass die auf einmal so kaputt gemacht wurden. Das war schon sehr seltsam. So, die feuern wieder, die machen halt kaum irgendwas. 9 Tode, 6000 Schaden. Das ist halt nix. Schieß doch mal. Noch ein Kommandant, der stirbt, okay. Noch ein Kommandant von ihm tot? Das ist nur noch der da vorne, oder? Na, easy. Was ist dann schon? Ich dachte, da kommt mehr. Okay. Strange. Also die Rattling Guns machen halt echt fast gar keinen Damage. Irgendwie spiele ich die komplett falsch. Okay, war komisch, dass die Katapulte wieder so angegangen wurden. Strange. Ich werde mit den Rattling-Kanonen nicht warm. Die sind irgendwie strange.
Ich weiß nicht. Weil eigentlich sollten die richtig krass reinknallen. Vor allem gegen so viel Infanteriebums. Aber wenn ich gucke, die haben halt 9 Schaden gemacht. Die Katapulte 810 Tote gegen 9. Die haben 0 Damage gemacht. Da sind die Warp-Bohrer noch besser. Verstehe ich nicht. Gut, das gab jetzt etwas Nahrung. So. Aber vielleicht baue ich demnächst eine Armee mit Rattling-Kanonen und so. Und versuch mal das nachzumachen, was der gute Legend of Total War macht. So, Krieg braucht noch ein bisschen. Weil bisher hat es mich einfach nicht überzeugt. Das ist einfach so. Knapper Sieg. Ja. Okay. Ja, dann erstmal die Belagerung fortsetzen. Der hat so viele Möglichkeiten, das ist halt echt heftig. Ich glaube, das werde ich später noch brauchen. Ne? Ja. Einfach, dass er richtig Damage macht. Weil Grimgorg ist so stark, den kriege ich sonst nicht weg. Ah ja. So, jetzt muss man drehen, drehen, drehen. So, ich könnte jetzt zurückgehen. Will ich aber eigentlich gar nicht. Das heißt, wir gehen jetzt weiter da runter. 800, warte. Ja, geil. Dass der so langsam ist, wundert mich. Alter, gibt das Geld. Ja, Gönnung. Da würde es ja fast Sinn machen. wow. Hier gar nicht mehr wegzugehen. So, ich brauche wieder Nahrung. Ich brauche wieder Kohle. Beim Fluchtdschungel lohnt sich das Gebäude gar nicht. Dann bauen wir jetzt lieber noch die Tunnel. Dann wollte ich... Yep, ich baue jetzt mal hier das Gebäude aus. Einfach damit es mal auch daheim ein bisschen weitergeht. Ah ja. So. Ich komme langsam auf die 10.000. Der braucht noch 2 Runden. Skrotz, der Mutant. Ach, das ist der Mutant. Der macht viel mit Ratten, Oger und so. Da habe ich natürlich gar nichts von. Hm. Assassine fände ich auch mal interessant. Hatte ich noch gar keine. Aber ich glaube, ein Warlock-Techniker oder Warlock-Meister. Boah. Ah, 10% mehr Kosten für den Bums. Aber 20% mehr Reichweite. Boah, und kosten die 40 mehr. Ja gut, das geht aber. Ich glaube, das ist teuer, aber sehr stark. Und ich weiß, ich habe gemeint, ich warte, aber es macht einfach Sinn, da jetzt so langsam in die Richtung was zu tun. Ja. Ich könnte ein paar Schleuderer nehmen, weil die hatte er auch. So zum Tanken. Aber mich begeistern die nicht. Muss ich ehrlich sagen. Mich überzeugen die nicht. Eher hier so. Speer, Schild, ja. Okay. Warlock Master!
Wahrscheinlich müsste ich hier mal. Ja, warte mal. Pass auf, es macht Sinn, das hier zu bauen. Ja, 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 das macht mehr Sinn. Master Engineer! Die sind teuer. Die sind sehr teuer im Unterhalt. Aber es ist nicht schlecht. Brauche ich die? Katapulte sind wichtig, klar. Habe ich nur Katapulte bisher? Ich müsste das Arsenal mal bauen, schaut's mal. Ja, okay, 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 okay. Okay. Nee, ich habe einen Plan. Ich weiß nicht, ob ich Sturmratten bei dem bauen werde. Ich glaub's eher nicht. Eher einfach ein bisschen defensiv. Ne? Vier so Speerkleinratten, die haben so Nahkampfabwehr und Gutes. So, und dann Arsenal. Rattling-Kanonen. Vier Stück. Weil ich die mal ausprobieren möchte. Vier Katapulte. Dann habe ich 4-4-4. Einen Helden bekommt er noch dazu. Da muss ich mal gucken. Ein Hexer wahrscheinlich. Ein Hexer definitiv. Ja, irgendein Hexer. Solchen Priester. Ja. Genau, weil der kann wieder Leute beschwören. Genau. Das macht Sinn. Das macht sogar sehr viel Sinn. Und dann den Rest mal gucken. Mal gucken. So. Genau. Und der gute Krieg. Der greift jetzt an. Sollte ja kein Thema sein, ne? So. Nee, das ist eigentlich geschenkt. Müsste ich schaffen. Zur Not. Cheese ich's zurückziehen nochmal. Will ich zwar eigentlich nicht, aber. Ja, das geht. Oh, easy. Ich pack alles hier hin. In die Ecke. Damit die KI sich hier aufstellt. Genau dort. Auf der Mauer. Klumpt. Quasi. Und dann. Dann kann ich mit den Katapulten da richtig schön Schaden fahren. Ich muss nur aufpassen, weil er wird wieder. Ja. Genau, er wird wieder Ushabti rein jolon lassen. Wie immer. So. So. Gut. Genau. Gut. Machen wir das so. Das machen wir dann so. Genau. Okay. Oh wow. Oh wow, können die weit schießen. Holy Crapalino. Okay, da muss ich die Türme erst wegmachen. Das ist jetzt eklig. Okay, okay, okay. Ich hoffe, ich krieg die Türme weg. Na los, Leute. Macht die Türme weg. Macht die Türme weg. Macht die Türme weg. Türme weg. Na komm. Türme weg.
Ja, genau. Mehr Türme weg. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, genau. Den Turm noch weg. Boah. Ja gut, dann hat der halt hier ein hohes Settlement, ne? Das hat weh. Aber okay, so ist es halt. Ne, so ist es halt. Gehört dazu. So, wo knallen die drauf? Haben die schon Schaden gemacht? 4 Leute getötet. Wow! Darauf erschießen die? Weiß ich doch nicht. Also die Scharfschützen. Aha. Ich verstehe die Waffenteams einfach noch nicht. Das ist so ein Problem. Das ist halt echt ein Riesenproblem. Weil die halt bisher echt kaum Schaden gemacht haben, ne? 7 Leute haben sie getötet. So, wenn die jetzt auf den angreifen, wie gut ist das? Totaler Rotz. Und dabei haben die Rüstung durchdringende Geschosse. So, jetzt hat er seinen Scheiß beschworen. Das heißt, die gehen alle da drauf, machen die kaputt, damit den Katapulten nicht noch mehr passiert. Obwohl die schon ziemlich gebumst sind. Ja, gut. So, die sind weg. So, das Tor ist bald kaputt. Auch nicht schlecht. So. Noch ein bisschen mehr Damage, genau. Bei den Reitern kann man auch noch angreifen. Dürfte auch noch ein bisschen Schaden machen. So. Passt. Na, passt. Ja, ich glaube, ich krieg das kaputt. So, von allen Seiten kaputt machen. Absolute Zerberstung. Genau. Schön hochbuffen. So. Okay.
poor Caliphal Breach. Müsste immer noch passen. Da flieht irgendjemand, auch interessant. So. Was ist denn da jetzt noch? Also das müsste gekommen sein. Wenn man es ganz ehrlich sieht. Zerfallen, zerfallen, zerfallen. Wow, die solchen Mönche halten echt nicht viel aus. Können wir da vorbei irgendwie das Ding einnehmen? Und es tickt runter. Fertig. Okay. Ging, bin ich jetzt nicht super zufrieden mit, aber es ging. So eine Katapult wird wahrscheinlich wegsterben. Muss ich neu bauen, schade, teuer. Aber das Ausrauben sollte viel Geld bringen. Dann kann ich das Arsenal hochbauen, das ist wichtig, damit das endlich mal passiert. Ja, gut. Gut, gut. Okay. Jessails, also die Jessails sind... Ja, Katapult ist tot. Dachte ich mir schon, aber gut. Und was ich natürlich auch gleich mache, ist... So, das könnte ich, aber das ist natürlich wieder sehr riskant. Ich mache erstmal ein Tiefenreich dorthin. Und ja, dann ziehen wir ihn halt kurz zurück, damit er einen Katapult wieder bauen kann. Und dann bauen wir jetzt hier das Arsenal hoch. So, Krieg ist fertig. Was will ich jetzt haben? Jetzt zählt's. Jetzt zählt es. Was sind die letzten Dinge, die ich haben möchte für ihn? Ich glaube, das macht Sinn. Dann... Das ist stark. Einkommen nach Beute. Könnte gut sein. Raserei hat er auch noch nicht. Das sehe ich halt nicht, dass ich brauche. Sehe ich nicht. Das sehe ich auch nicht. Die beiden noch? Oder ich mache hier das noch hoch. Oh ja. Dann hat er jetzt zwar keine Magieresistenz und nichts, aber ganz im Ernst, whatever. Ist halt so. Hat er jetzt halt nicht, ne? Gibt so viel anderes, was ich gern hätte. Ist einfach so. So, der Seuchenpriester, aber der könnte das brauchen. Ja, komm. Gut, weiter geht's. Was auch immer ein Greyseer ist. Grey? Grauseer? Graupriester? Geschwindigkeit? Yo, why not? Obwohl, muss ich das hochnehmen? Muss ich nicht. Ich kann hier weitermachen. Das ist eigentlich nicht schlecht, der Geschossresistenz-Debuff, ne? Der ist schon stark. Untrusted Worm. Poison after. Moment, das macht keinen Sinn. Oh, warte, hier gibt's noch was. Oh, schaut mal. Wirkt sich um sich herum aus. Also für 40 Sekunden richtig krass und danach werden sie richtig schlecht.
Aha. Ja, ist aber nicht schlecht. Also ich finde die Fähigkeit eigentlich... Du machst halt einmal ordentlich Wumms und dann... Ne? Okay. So, viele Unterstadtgebäude fertiggestellt. Der läuft noch nach Skavenblight. Dauert noch. Aha. Mal sehen, ob hier Geld liegt. Aber ich will auf jeden Fall nach Skavenblight. Dann sehen wir weiter. So, Geld, Geld, Geld. Ich weiß, dass diese eine Armee, die ich jetzt ausbilde, mich nochmal weit... Lol, der ist einfach rein und gestorben. Weit zurückwirft bei meinem 10.000 Geldziel. Aber ich glaube, es macht Sinn, weil wenn ich jetzt mich so weit... Ich habe halt aktuell null Defense daheim. Wenn der Gegner da irgendwie reinrennt und Lybras macht hier gerade eine Menge Stuff, ja, wo ich sagen muss, das ist riskant, da gar nichts zu haben, weil so stark sind meine Garnisonen nicht, meine Mauern, dass ich das einfach ohne machen könnte. Ohne Armee ist das, bin ich sehr anfällig und das will ich nicht sein. Im besten Fall kriege ich es hin, dass ich zwei Armeen auf der linken Seite, zwei Armeen auf der rechten Seite habe, erstmal, das reicht. Und eine Armee daheim zum Defensiv. So, und dann halt plündern hier, plündern da, und blablabla. Weil die Armee, die ich jetzt baue, kostet auch wieder Nahrung. Darf man nicht vergessen. Na, genau. Kostet wieder Nahrung, ist wieder teuer. 77%, ja. So. Auf Richtung Skavenblight. Vielleicht treffe ich dann Ikketclaw. Ist eigentlich auch ziemlich cool. Oh, hier liegt Geld. Karagrim, ja. Hier liegt Geld. Irgendwo hier müsste Skavenblight sein. Dachte ich. Muss ich scouten? Ich weiß es nicht aus. Und nicht so gut kenne ich das Spiel dann leider auch nicht. So, boah. Hier liegt Geld, Mann. Und Tempel der Schädel ist nicht sehr groß ausgebaut. Schaut mal. Das ist vollkommen geschenkt. Boom. So. So viel Geld liegt jetzt hier nimmer rum. Feuerball, ja, whatever. So, aber... Erstmal... können wir hier bauen. Okay. Der Fluchtdschungel. Ja gut, brauche ich jetzt gerade hier. Das Gebäude brauche ich gerade nicht. Weil ich habe hier überall Tiefenreiche. Das passt schon. Ja, und einen goldenen Turm. Das kann jetzt eigentlich weg. Obwohl... Goldener Turm, Rasetra, ja, dann lassen wir es mal. Ne, warte, das ist die Lichtung. Goldener Turm, Goldener Turm, Rasetra, 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 Goldener Turm, Rasetra. Okay, die sind sich nebeneinander, perfekt. Das können wir machen. Au, oh, ist aber riskant. Da muss ich fast schon wieder einen Tunnel bauen, da habe ich kein Geld. Naja, gut. Master Engineer. So, plündern, plündern, plündern. Laufen, laufen, laufen. Okay. Schwierig alles, ne? Alles schwierig. Ich sehe halt einen Priester nicht hier auf Angriff gehen. Skaven-Beziehungen sind mir eigentlich auch voll... Das da ist gut. So, dankeschön. Trust him for now. Das wäre auch nicht schlecht, Erdung. Aber so schlimm ist der...
Längere Effektdauer. Hä? Abkühlzeit. Also. Achso, das ist beim Hochgrad, so rum funktioniert, genau. Ach so. Enemy. Das ist ja dann super stark. Wie blöd bin ich denn? Holy crap. Okay. Ja, aber der braucht das nicht. Der hat halt leider kein Schild, ne? Keine Ahnung. Aber ganz im Ernst, das ist eine bessere Waffe, glaube ich. Gut, gut, gut. Ja, das sind die Dinger. Die können irgendwann weg, wenn sie Schwachsinn sind, aber die sind halt schon teilweise echt stark. Ne? Ja. Okay. Ja gut, der braucht nix. Gut, das passt erstmal. Should kill when get a chance. Ja, nehmen wir mal das jetzt. Schlecht ist das ja nicht. Stinks like a grazier. Aber ich muss sagen, ich bin schon enttäuscht, dass ich das so spät erst gecheckt habe. Bote des Verfalls. Hat das noch jemand anders? Nee, ne? Ja gut, dann passt's. Aber das ist ja super stark. Ich dachte halt Mai. Ja, nee. Da habe ich nicht richtig gelesen. Dumm, 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 dumm. Super dumm. Okay, ja, vielleicht hole ich mir von denen welche. 2-2. Das kann nicht schaden, das ist schon stark. Vielleicht hole ich mir auch einfach wieder 2 Warp-Bohrer. Weil die sind nicht schlecht. Ne, sie sind nicht schlecht. Und das schätzt die nicht. So. Was noch? 4 Runden. Ein Held wollte ich noch machen. Genau. Das ist, glaube ich, für ein Dings nicht gut. Das ist hingegen okay. Aber. Nahkampfabwehr, Geschwindigkeit. Na gut, er soll eh nicht angreifen. Eigentlich ist das ganz okay. So, der gehört zu Morphific. Oh mein Gott. Morphific. Morphage Morphific. Toller Name. So. Was kriegt der? Korruption und Auskundschaft. Obwohl Auskundschaft muss nicht sein, aber Korruption ist wichtig. Dann Pestodem, das da. Rattenflut, klar. Verdorren finde ich stark. Und das da. Ja. Gut. Weiter geht's. Also die Armee haut mich weit zurück. Und Geld, ja. Also Nahrung meine ich. Nahrung schaut schlecht aus. Nahrung schaut einfach schlecht aus. Richtig schlecht schaut die Nahrung aus.
Ich müsste viel mehr von diesen Nahrungsgebäuden bauen. Nicht nur Geld, Nahrung. Nora. Schutzbündnis, nope. Ich will den halt weder schützen noch sonst was, ne? Der ist mir vollkommen egal. Was ein Kackner. So. Ich glaube, ich mache jetzt nicht mehr als... Aha. Ich glaube, ich mache jetzt nicht mehr allzu lang. Vielleicht noch 2-3 Runden. Und gut ist. Dann spiele ich LOL. LOL. Gut. Ja, Numas ist so tot. Aber Grimgorgs Horde kommt runter. Da muss ich jetzt aufpassen. Der ist aber auf Force March. Das ist ziemlich gut für mich. Intrige der 13, oh, sofort. Das Schicksal hat euch zu großem auserkoren. Dank meiner Ratschläge wächst eure Macht mehr und mehr, als sei sie von überirdischem Einfluss. Ja, ich hätte gern gewusst, wie viel Bonusgeld es gab, aber whatever. So, da ist Ashen. Grimgorg hört alles. Ja, wir haben viel. Okay, wie geht's weiter? Wir ziehen plündernd dadurch. Genau, da können wir noch angreifen. Schaut's mal, 6000, sehr schön. Gut. Also ich glaube, die da machen schon noch Sinn. Und dann gibt's noch Waffenteams des Todes. So. Eine Glocke bauen? Ja, why not? So. Und jetzt ist die Frage. Goblin Speer Chuckers. Okay. Flusstrolle. Sehr viele Reiter. Die kann ich alle wegböllern. Den Rest nicht so. Ich hab nur. Ich komme in einer Runde. Ja, dann laufen wir jetzt dahin nach Karakorund. Dann kann ich mir Katapult ausbilden. Ich meine, es wäre cool gewesen, weil er fängt halt müde an. Und so, aber. Nee, nee. Lassen wir es mal so. Stimmt, da würde ich noch gucken. Wo ist Skavenblight? Karak-Isor? Vielleicht ist Skavenblight auch da oben. Das könnte auch sein. Ich weiß es nicht genau. Irgendwo ist es auf jeden Fall. So, die Orks, die muss ich, da muss ich echt gucken. Wenn die drankommen. Jetzt. Oh! Aha. 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 Im Tunnelwegnetz abgefangen. Okay. Also ich könnte den Angriff ab... Das ist eine andere Armee. Der will mich doppelt bumsen. Boah, was der hier alles hat. Aber er kann nur frontal auf mich drauf und das ist eigentlich perfekt für mich. Ich bin sehr gespannt, aber das müsste ich hinkriegen. Aber teuer ist es natürlich schon. Na gut, schauen wir mal. Die Chisales, ich weiß nicht, die Rattling-Kanonen bisher überzeugt mich einfach alles gar nicht. Das Problem ist, ich bin müde, weil ich im Forest March war. Aber den Katapulten dürfte das relativ egal sein. Aha. Warp-Bombe habe ich, das ist nicht schlecht. Okay, ich würde mich mal hinten aufstellen. Ja.
So, die können so ein bisschen flanken. Wolfsreiter, Wolfs, die müssen halt zuerst weg. Die müssen halt wirklich zuerst weg, wenn es ist. Irgendwas schießt da, oder? Irgendwas schießt da die ganze Zeit. So. Macht sie jetzt hier Schaden oder nicht? Sieht bisher echt. Leute, was schießen die denn? Kommt schon. So, jetzt Rattling, oder? Bum, bum, bum. Schießt ihr auch? Schießen nicht. Okay, cool. Na gut, die Orks kriegen wir hier gut weg. So, wollt ihr mal schießen? Ihr solltet nicht im Nahkampf sein. So. Okay, okay, ja, die Bombe hat ein bisschen was gemacht. So, schießen die? Nicht wirklich. Ich sehe die nicht schießen. 5 Schaden haben die bisher gemacht. Warum schießen die nicht? Wir wollen einfach nicht böllern.
Try das, Hold One. Es ist so schlimm, also die Waffenteams verstehe ich einfach nicht. Absoluter Rotz. Als wenn die da mal angreifen würden hier. Aber die machen halt nix. Gar nix machen die. Das ist halt echt schlimm. Die sterben auch, da werde ich viel noch bauen müssen. Das ist nicht gut. Aber naja, so ist es halt. Das eine Waffenteam, die Giselles, sind auch komplett weg. Die sind jetzt im Nahkampf, was auch mega beschissen ist. Unleash Warp Hell! Ah ne, die leben noch. Die, die, die! Yes! Advance cowards! Rattling gun! Yes, yes! Skitter and leap! Ja, tatsächlich mega lustig. Death of delay! Our tail's yours! Aber die machen halt gar keinen Schaden, die Rettungskanonen. Ich verstehe das einfach nicht. Da ist alles blockiert. Dann auch nicht. Auch interessant. Das ist so strange. Das ist so strange. Also mit den Rattling Guns und den Chazales werde ich nicht warm. Das ist 8000, 2000, die machen halt 17000, 18000, 11000. Weiß nicht. Ich dachte halt, die müssten viel mehr reinknallen. Na gut. Okay, also den haben wir abgefangen. Wir werden einen von denen verloren haben, zwei, drei Clanratten verloren haben. Oh ja. Gibt aber auch wieder Geld. So. Das ist nicht schlecht. Aber der hat halt jetzt viel verloren. Ich muss viel nachbauen. Clan Skyra ist da. Genau, sehr schön. Skyra. Skyra. Clan Skyra. Da schauen wir mal weiter. Ja, whatever. Lumas, ich will wieder dran sein. Lass mich dran sein, damit ich gucken kann, was ich nach jetzt ausbilden muss. Clan Rictus später. Er schon ist tot, okay. Bittersteinmine lebt wieder. Dann gib Nahrung. So. Gut. Oh, der hat es da eingenommen, ne? Wäre eigentlich perfekt, um anzugreifen, aber nicht mit einer kaputten Armee. Nicht mit einer kaputten Armee. So. Genau, die beiden brauche ich. Speer wieder. Clanratten. Okay. Gut. Drei Runden dauert der Spaß.
Warlock, Master of Scry. Man muss natürlich sagen, so gerne ich hier auch ausbilde, das hier ist wichtiger. Warlock of Skavenblight. Der kann danach ausbilden. Ja. Genau. What now? Make me kill things. What? Okay. Untrusted worm. Poison after. Poison after. Gut, der läuft dahin. So, und hier gibt es dann die schönen Dinge, die Geld geben. Easy Sieg, easy Money. Immer mit. So. Scream, scream. Genau. Ja, das bist du. Du bist der Plague Lord. So. Stinks like a glacier. Überzeugt mich halt alles nicht, ne? Ja, nehmen wir halt das. So. Dann gehen wir nämlich hier lang. Und dann fahren wir hier zu den Dracheninseln. Ja, die heißen sogar wirklich so. Genau. Tomb King of Nehekara. So, hier müsste ich auch weiter bauen. Bergarachnos ist sehr in Gefahr. Ich würde, ja. Na, mach mal so. Warp, Lightning. So, eine Runde dafür, zwei dafür, vier dafür, das ist teuer. Na gut, so ist es halt. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ah, jetzt habe ich den einen Typ nicht bewegt. Er läuft noch. Karak, leck mich irgendwas. Ah, nur die Hälfte. Ah, schade, schade, schade. Das war verschwendet. So, Krocker läuft da noch rum, kann er machen. Glückwunsch. Hunterzack. War top. Wenn ich übers Meer fahre, wird es halt mit der Nahrung knifflig, ne? Die geht dann sehr schnell runter. Ich habe echte Nahrungsprobleme. So richtig krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, die kommen jetzt alle runter, die ganzen Orks. Schwierig, schwierig. Mit den Orks, das gefällt mir nicht. So, und jetzt kommen dann gleich die Grimgorgs harten Horden, ne? Oder? Waren die schon? Ne, die waren noch nicht. Doch, die waren schon. Ah, okay, dann bleibt er stehen. Ja, gut. Gibt mir eine Runde Zeit, sehr schön. Weil ich muss erst, Plan Ashen. Könnte ich mir auch holen, aber brauche ich jetzt alles nicht. So, wo hat's hier? Skavenblight. Hier, da sind wir doch. Oh, das ist gut. Hier hat Skavenblight. Das ist eine große Stadt, aber Skavenblight auch. Holen wir uns und dann geht's ab, Mann. So. Absolutely not. Der kommt da nicht durch. So, auf geht's. Ja, und hier jetzt schon wieder. Haltbare Ration, das ist gut. Das gibt nämlich Geld. Und Geld ist geil. So. Wie lang bis da hoch? Sehr lang. Boah, das ist teuer. Okay. Move, hustle.
Demon Crawler! Grey Master! Soon, yes, yes. Genau, geht's mal da an der Küste entlang. Okay, wird schon noch irgendwann. Nose, I dominate. Whatever. Irgendwann brauche ich's eh. Ne? Should kill when get a chance. Ja, ja, ja. Der ist immer noch nicht unsterblich, aber einen Knochenreißer könnte er bekommen. Jo, why not? Probieren wir's aus. Genau. Das will ich auch haben. Gut, okay. So, der braucht noch 3 Runden. Der auch noch eine Zeit lang. Okay. Pass. Mit 4000 kann ich gerade eh nichts bauen. Quick bekommt Rekrutierer, auch nicht schlecht. Ja. Ja, Krokka, jetzt stehst du ganz da hinten, bist meinen Truppen nachgelatscht und was bringt's dir? Nix. Fangen wirst du nicht. Ich finde das sehr interessant, wie die Piraten, also diese Semi-Untoten, wie heißen die denn? Doch sind auch Untote, ne? Was ist denn das für ein Volk hier? Die Piraten von Sartosa und so und der gute Luthor Harkon. Was ist denn das für ein Volk? Mit den ertrunkenen und aufgedunsenen Leichen und den Dingskolossen. Boah, keine Ahnung. Weil es sind auch Untote. Muss ich mir mal anschauen. Na, die Tomb Kings sind Untote. Oh, das ist gut. Ja, ja. Den nehmen wir. So, Skaven, Chaos, Dunkelelfen, Echsenmenschen. Echsenmenschen hat sehr viele noch, wow. Genau, Gruftkönige, Grünhäute. Vampirküste, genau. Ready the Swordfish! Sind auch Untote. Und dann gibt's ja noch Karstein und so. Die Vampir-Dingslies. Auch Untote. So, jetzt darf ich ausbilden. Giftwindmörser, Jazails, Flammenwurf, Rattling-Kanonen. Ich darf nur 3 Rattling-Kanonen haben? Das ist doof. Ich hätte gern 4 gehabt. Dann nehmen wir jetzt erstmal noch... Ich verstehe die Jazails einfach nicht. Ich verstehe die Jazails nicht. Wofür sind die gut? Wisst ihr, was ich jetzt gucke? Weil ich das echt wissen will. Ich schaue jetzt Skaven Tierlist an. Skaven Tierlist. Okay, ich schaue mir die jetzt an. So, vom guten Total War. Weapon Teams. Jazails packt er auf. Warum? Got the creme de la creme. We've got the rattling guns. Doomstack. The Jazails. Doomstack. Versteh ich the Poison Wind Mortars. Oh, Doomstack. Okay, bei dem hat er einen Orgasmus bekommen. Dann nehmen wir jetzt noch die Giftwindmörser dazu. Aber why? Now, the funny thing here is that these guys here need to be in a Doomstack as a team. I wouldn't spam in any army just one of these. I would put combinations of all three. Ah, uh-huh. These are in my go-to weapons teams. These are excellent. The Rattling Gun is probably one of the highest damage dealing missile unit in the game. Bei mir halt nicht. And when playing as Clan Scryer, being able to replenish your ammunition, so good. They slow enemy units down. Bei mir nicht? Just my, probably my favorite. Ich muss das echt mal googeln. How to use, wie heißen sie? Warp Gun. Nee, Rattling Gun. Nurse, ich hab keine Ahnung.
Also irgendwie gibt's da ein Video vor. Ich musste halt echt mal gucken. Es macht keinen Sinn, wie man die benutzen soll. Okay, hier gibt's ein Video. Rattling Guns, one of the Skaven weapon teams that shreds their so. Enemies with warpstone bullets. Weil ich benutze die so falsch. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Fire with other missile units, but they are maybe lacking a bit in the ammo, so you need to make sure you use it wisely. Aha. And naturally with a missile unit expect zero from them in melee. When it comes to the best matchup or who they should be targeting, they're actually best off targeting large and monsters because they can actually hit them easy. Aha. Große Monster. Stimmt das? Gegen Infanterie. Gut, whatever. Warte mal, was haben die eigentlich für einen Bonus gegen Infanterie? Hallo? Ach so. Ja, im Nahkampf wäre das ja useless. Aha. Those units with a really low and flat firing arc, they'll often be obstructed by any friendly units in front of them. Genau. But this only really happens when you're trying to shoot infantry on the same level as them. It's because they don't have a clear line of sight, even at long distances away from the units in front of them. So, even though the unit card tells you they're anti-infantry and they don't have an anti-large bonus, they're still probably better off as anti-air or anti-monster because they can always hit them towering above your friendly infantry, giving a clear line of sight. Don't get me wrong though, targeting infantry is still a good call, preferably if they're unshielded and elite, so worth the ammo. The trouble with this is just getting that line of sight. Yeah, genau. One way to be able to fire over your front line is to find some high ground to put the rattlings on. Huh. And with campaign, you'll probably only want maybe 1 to 3 units in any army, because too many, if you have half an army of these, you're really going to struggle getting line of sight for all those units, and you won't be able to protect them, so just a few units of rattlings is usually the best way to go. To deal with rattlings, you just need to stop them using their ammo and try to get them in melee. This can be done with many kinds of harassing units, as the AI will probably have them on skirmish anyway. That's rattling guns in 100 seconds. Yes, yes. Okay, so, und wie benutze ich jetzt Jazales? Habe ich nämlich auch keine Ahnung. Wüsste ich sehr gut. Wüsste ich sehr gern, wie man die noch benutzt. Jazales. Aber das ist halt ewig alt. Das sind halt Dinge, ich meine, ich spiele gerade nicht. Ich weiß, ich sollte hier spielen, das nebenbei gucken. Aber ich möchte halt wissen, was mache ich, was muss ich tun. Ich bin noch am Lernen. Und bisher haben mich die Jazales komplett im Stich gelassen. Die sind so nutzlos. Untrusted worm, poison after. Seuchenpriester. Ja, am ehesten noch Geschwindigkeit. Ich meine, das ist noch nicht schlecht, ne? Ein bisschen Nahkampfabwehr, ein bisschen mehr Leben. Aber sonst. Stinks like a grazier. So. Chosen. Oh wow. Ja, lass mal segeln. Ehre. Doom decay. Da geht ja richtig was. Ich könnte dahin noch gehen, ne? Wrack eines Handels muss aber jetzt nicht sein. Krieg ich echt so wenig Geld? Ich muss schnell darüber. Weil die haltbaren Rationen halten nicht ewig, obwohl die hier nicht auftauchen, was auch fail ist. Sollten sie nämlich, aber okay. Gut. Okay. Ja, genau, der ist jetzt wieder bald da, der wird angreifen können. Egal. Wie lange bis Berg Arachnos fährt, das dauert auch noch. So. Stopp. Genau. Ich meine, Mira Gilanio ist schon nicht schlecht, aber Skaven Blight. Oh. Heck yes. Oh ja. Boah, wie die das ausgebaut haben. So viele Sturmratten, holy crap. Also Skaven Blight gibt richtig Kohle. Wenn ich da 50% von bekomme. Wow.
So, jetzt schaue ich mir an. So. Rattling Sword. Okay, to sales to snipe high value targets such as lords or spellcasters. Rattling's open line of sight, okay. Checkerboard pattern. Loose line of melee behind them. Okay. Lightning Cannons. Na gut, muss ich ausprobieren. Jetzt gibt's erstmal Kohle. 100% Skaven Blight. Moment, errichtet ein Labor. Gib mir das Labor. Bam, bam, bam. So, das Forschungsding ist cool. Warlord-Techniker, ja, den lassen wir mal. Money. Gut. Erstmal Geld machen. Okay. This stinks. So, der fährt. Erstmal gucken. Okay. Stopp. By the Lord of Murder. Marlos ist mit den Reitern natürlich gefährlich. Tyrant of the Hag. Pestilent Aura. Stalk corrupt. Okay. Bleib mal erstmal hier so stehen. Ich hoffe, das klappt. Cain's dripping hafts. Okay. Gut. Krieg braucht noch eine Runde. Ist aber in Ordnung. Das dauert auch noch ein bisschen. Na gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Geld hochgeht. Von 4,5 auf. Naja, whatever. Von 3.700 sind wir. Ja, 300. 400. Später geht es halt richtig krass hoch mit der Kohle. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Dauert ein bisschen. Ich habe so viele Unterstädte, um die ich mich aktuell nicht kümmern kann. Ich muss halt kämpfen. Ich muss viel mehr kämpfen, viel mehr kaputt machen, viel mehr. Oh, okay, der sammelt sich. Stopp. Don't. Oh, ein Glück. Er plündert. Weil das Ding ist, hätte er da jetzt angegriffen, wäre die eine Ratte nicht fertig geworden. Die wollte ich eigentlich fertig haben. Das Plündern tut sehr weh. Aber gut, mal schauen. Ich müsste mal gucken, ob ich mit Clan Scryer irgendwie ein paar diplomatische Beziehungen eingehen kann. Das wäre nicht schlecht. Jo. More headscales. Plünderlager, das ist so pervers. Okay. Eight beats is mine. Die sind halt schon stark. Gracious, come away. Where no fires. Okay. Ist die Frage, komme ich da hoch? Oder fahre ich da vorbei? Und ich glaube, ich fahre da erstmal vorbei. Weil direkt dort zu landen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Nein, nicht für uns. Grey Harbinger of Doom. So.
Geh mal hier irgendwo an Land oder so. Na? Ja, 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 das ist besser. Mal gucken. Der braucht noch, der ist das. So. Glockenpolierer. Auch interessant. Auch interessant, so. Ja, 390. So, das Ding kostet 20. Ich würde es fast abreißen. Ich meine, es ist gut, aber... Bauen wir erstmal die Tiefentunnel. So, dann sind wir da schon mal sicherer. Zuchtlager habe ich immer noch nicht. Das ist aber gut. Weil meine Nahrung ist irgendwie auf einmal... Warum? Hä? What? Die war eben noch hier. Ja gut, ich plündere gerade nicht, ne? Okay, passt auf. Ich muss... Challenge me, me! Na, kann ich nicht. Ich... Warlord Quicketica. Ein magic stick. Set ambush. Yes, yes. We go stalking. Er hat halt viele Orks, die komplett uninteressant sind. Das heißt, diese 2, 4, 6, 8, 9 Truppen sind voll egal. Die sind ein bisschen fies. Aber ganz im Ernst, das schaffe ich doch. Ja, mit der Siedlungsgarnison dazu easy. Okay, danke schön. So, plündern. Der kann dann drauf gehen. Der hat viele Wolfsreiter und so, ist aber voll egal. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch schaffen kann. Aber eigentlich schon, oder? Eigentlich schon. Should kill when get chance. Das ist sehr stark. Das ist super stark. Für die Echsenmenschen zum Beispiel total nutzlos, finde ich. Aber für die Skaven... Richtig kräftig. Der ist eh in Force March. Versuchen wir es mal. Das wird die letzte Schlacht sein, glaube ich. Danach mache ich Ende. Es ist jetzt eh schon. Ich wollte um 10:30 Schluss machen. Jetzt haben wir 11. Deswegen. Ja, aber ihr kriegt ja auch ein bisschen Qualität. Ne? Ein bisschen Quantität, ein bisschen Qualität. Das passt schon. Die sind voll egal. So. Jetzt. Ja. Ja, die werden auch von der Seite kommen. Das ist. Ich stelle mich hier auf. So. Gut. Ich muss das eh anders machen dann. Na, wisst ihr schon, das ist... Katapulte gehen dahin.
Die gehen dahin. Die gehen dahin. Die gehen irgendwie da so hin. Die gehen. Die bleiben mal hinten, keine Ahnung. So. Es hieß, die Waffenteams sollen vorne stehen. Ich bin mal gespannt. Und die sollen dann zurück, wenn es eng wird. Schauen wir mal. Gut, Flahenratten können wir schon mal herbeschwören. Genau. Rohbohrer zwischen rein. Genau, so. Hey, ballert auf die, die eh kaputt gehen müssen. Also die Wolfsreiter, die machen so hinher, 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 das ist nicht so geil. So, solche Mönche sind Glaskanonen. Die können wir später dazu holen. So. So, die feuern jetzt. Feuer, Feuer, Feuer. Nee, das waren die Chassails. So, die müssten jetzt feuern. Tun sie aber nicht. Geil. Hat ja schon mal gut funktioniert. Okay. Wie wäre es, wenn ihr mal nicht nur den einen tötet, sondern auch den Chassels? Okay, da machen die Chassels jetzt ein bisschen Damage, das ist schon gut. So, Rattling Gun. Mach's mal was. Die sehen halt nichts, ne? Stellen wir sie mal dahin, keine Ahnung. Ich dachte, so ein nutzlos. So, jetzt schießen sie ein bisschen. Okay. Ja, jetzt muss ich zurückziehen, weil die wird ein bisschen eng. Die könnten da mal ein bisschen reingehen. So, ich würde jetzt mal im Feuer ein bisschen aufteilen. Verteilen. So. Time.
So, achte über volle Konzentration irgendwie. Wurst überall draufballern. Sieht aber ganz gut aus. Also jetzt haben die Giselles wirklich mal was gemacht. Das war gut. Die Rattling Cannons halt gar nicht so, ne? Klar, wenn du da von hinten irgendwie Damage machst, okay, aber... Die schießen halt gar nicht, ne? Na gut. Ist halt schwierig, die zu benutzen. Ich meine, am Ende haben sie ein bisschen Schaden gemacht. Ja, Giselles waren ganz gut. Die Katapulte sind halt so. Ich finde es halt heftig, wie die Katapulte aktuell so viel Damage rausknallen. Das ist brutal, wie stark die Katapulte sind. Das ist pervers. Das ist einfach pervers. Knallt alles weg. Mega nice. Gut. Zerstört, Nahrung gibt's. Ja. Wir können das wieder ausrauben. Gibt auch wieder ein bisschen Nahrung. So. Oder whatever. Plündern. Gibt auch Nahrung. So. Untrusted Worm. Poison After, genau. Schön den Hintern vergiften. Spaltenruf. Oh. Direct damage to one entity. Häutendes Verderben. Kenne ich das irgendwoher? Häutendes Verderben. Gut, keine Ahnung. Wirkungsbereich. Ja, nehmen wir den Spaltenruf. Nehmen wir beide, dann sehen wir schon. Ne? Gut, die sind fertig. Das passt. Ich habe Geld gemacht. Mit gemachtem Geld kann ich Geld machen. Noch mehr Geld. Geld. Gut, dann mache ich jetzt Ende. Dann speichere ich ab und bin fertig. Da habe ich jetzt nämlich wieder ein Viertel Stunden aufgenommen. Das ist ordentlich. Das ist solide. Komm, mach fertig. Ich möchte noch in LOL von Noobs gebasht werden und über meine Teammates mich aufregen und alles schlecht. Es ist krass, wie unfähig viele Leute in LOL sind, in Gold und Platin und so. Also, ihren Charakter können sie echt gut spielen, aber null Objective Control. Da hast du dann teilweise auch Jungler, die den Drake callen, obwohl sie keinen Smite abhaben. Oder einen Baron, noch schlimmer. Wo ich mir echt denke, Leute, man bereitet nichts vor. Normalerweise eine Minute vor Drake etc. fängst du an, Vision zu stellen. Na, Nice. Okay, jetzt, Moment. Jetzt, na, Subatrum fehlt noch. Okay. Ja, dann mach Geld, ne? So, Geld und... Ah, das lohnt sich fast gar nicht. Hier lohnt es sich, aber da ja nicht so. Naja. Das Nahrungsdingens kann ich aber bauen. Klar, why not? Nahrung ist wichtig. Ich habe nämlich ein Riesenproblem mit Nahrung.
Let the bell scream, scream. You're in Liber Bubonicus. Ja, das Bonicus. So. Manx to Oz. Ah, warte mal. Da hat's noch so ein Dingens. Das sollte ich mir noch holen? Ich bin so ein Suchti, Mann. Ich bin so ein verdammter Suchti. So, Bucht überfallen. Oh, knapper Sieg. Ernsthaft? Why? Ich meine, der hat Mörser und so, ja, aber... Gut, da machen wir jetzt einfach Ende. Und das können wir uns dann nächstes Mal anschauen. Und das mit der Nahrung ist halt echt bitter. Weil... Tiefenreich. Das Tiefenreich amortisiert sich nicht von selbst. Das ist ein Problem. Naja, gut. Okay, aber dann bin ich hier fertig. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Heyo there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye. Thank you.